So, willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal Endless Space mit dem Disharmony-Addon. Was ist Endless Space? Endless Space ist ein 4X-Strategiespiel, ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel, was man noch notieren sollte, weil es gibt auch Echtzeit-4X, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es eins dieser 4X-Spiele und deswegen ist das Setup wichtig. Das heißt, wir werden uns in diesem Teil 0 mit dem Setup beschäftigen, mit dem Lore beschäftigen. Und für all jene, die das nicht so interessant finden und die das Gameplay sehen wollen, für die werde ich eine Annotation irgendwo auf dem Bildschirm packen und dann werdet ihr schon mit. Da werdet ihr jetzt gleich draufklicken können und dann direkt zum Gameplay springen können. Also zu Part 1. Gut. Hier ist jetzt die Annotation. Okay, so. Jetzt, wo noch die Leute da sind, die es interessiert, für Setup und für das Lore ein wenig. Erstmal zeigen hier, alles sollte so gut aussehen wie möglich. Nein, ich möchte nicht zum Desktop, ich möchte zum neuen Spiel. Wir spielen mit einer Custom-Rasse. Also zuerst einmal das Spiel-Setup, Galaxie, Zwillingsgalaxie. Das heißt, wir haben im Prinzip, das ist meiner Ansicht nach relativ schöne Karte vom Aussehen her. Größe spielen wir groß, aber nicht riesig. Alter werden wir normal spielen, das ist so ein Mittelding. Das heißt, wir haben sowohl Gastriesen als auch kleinere und es ist eine nette Zusammenstellung, Einzelspieler natürlich. Spielgeschwindigkeit normal, das heißt, alles wird den entsprechenden Zeit benötigen. Das heißt, am Anfang werden wir noch relativ schnell durch die Züge durchkommen, später allerdings langsamer, Spielschwierigkeitsgrad normal. Was in diesem Spiel relativ interessant ist, ist, wie die Tooltips für die Schwierigkeitsgrade sind. Das zeigt halt eine relativ Detailverliebtheit. Neuling zum Beispiel, wenn sie nur auf die Schaltfläche Zugende klickst, könntest du verlieren. Aber auch das wird nicht einfach. Das ist halt, einfach. Wäre Wellington in Waterloo so schwach gewesen, würden wir heute alle Französisch sprechen. Der Computergegner hält die Maginot-Linie für eine brillante Idee, weil sie einfach, wenn normal, wären die Briten damals so stark gewesen, wären die USA heute noch eine Kolonie. Und ja, deswegen, das ist halt relativ nett beschrieben. Also auch mit strategischen Referenzen. Unendlich ist halt, sie werden nicht durchkommen. Ja, das ist eine starke Aussage. KI werden wir 5 Mitspieler haben. Ich tendiere eventuell auch noch dazu, riesig zu machen, aber erstmal in die weiteren Einstellungen. Verteilung der Systeme durchschnittlich. Ja, es ist nicht perfekt, aber so ein bisschen asymmetrisch soll es schon sein. Galaxiedichte hoch. Sternenverbund normal. Wenige Konstellationen. Das heißt, wir haben größere Konstellationen, aber dafür eben halt, wie sagt man es, dafür haben wir eben halt ein, wie sagt man das jetzt, wir haben wenige Konstellationen, die sind dafür aber größer. Und Planeten im System haben wir normal, das heißt die normale Anzahl, die durchschnittliche Anzahl. Planetengröße Zufall, da mag ich es gerne ein bisschen random, das auch. Doch Ressourcen sind auch normal. Ich find, man will es sich ja auch nicht zu einfach machen. Und ja. Also fangen wir an. Wir haben hier insgesamt 11 Rassen, wovon einer aus dem Addon stammt. Das heißt, wir haben hier im Prinzip 11 Rassen und wir haben die Möglichkeit, eigene Rassen zu erstellen. Das heißt, wir können uns aussuchen, wie sie aussehen, welche passiven Boni sie haben, welche Spezialboni sie haben. Hier von Anomalie, Forschung, Flotte, Verteidigung, Held, Diplomatie, Raumschlag, Gebäude, Bevölkerung, Wirtschaft, irgendwie. Also sehr, wenn man es möchte, kann man da sehr tief hineinsteigen und dann auch, möchte bestätigen, sehr persönlich machen. Ich habe hier mir die Klanke erstellt. Das ist in Anführungsstrichen. In diesem Fall haben sie das Aussehen von den Kava,
Ich hatte mir als Vorbild dafür die Automatrons genommen. In der Idee. Eigentlich sind die Schiffe von Automatrons meiner Ansicht nach ein bisschen hässlich. Deswegen habe ich daraus die Klanke gemacht. Ist ein relativ gutes Allrounder-Volk, meiner Ansicht nach. Und ja, Lore gibt es dazu nicht. Aber ich werde hier wahrscheinlich auch noch was rausnehmen, weil pessimistisch ist für den Start eine sehr, sehr problematische Eigenschaft. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich pessimistisch raus und dann höchstwahrscheinlich ein bisschen umbauen noch. Also das könnte ich jetzt eigentlich wieder machen, weil Xenologie brauchen wir nicht. Pessimistisch auch nicht. Wir sind jetzt aber über der Punktzahl, da kann ich das gleich auch noch mit erklären, weil wir haben 65 Punkte, die wir vergeben können. Und wir müssen halt unser Punktestand gleich haben. Wir haben jetzt 71 ausgegeben, deswegen können wir es jetzt nicht so akzeptieren. Damit das stellt halt das Balance her. Jetzt haben wir 6 Punkte zu viel, da wir aber keine Fähigkeit haben, die 6 Punkte hat, also nur eine, die 5 und eine, die 8 hat, geben wir die 8 da weg und schauen mal nach, ob wir noch irgendwie was für 2 kriegen. Weil man will auch keine Punkte verschenken, das wäre dann, es wäre dann nachteilig. Zwei Punkte, drei Punkte, drei Punkte. Das ist alles zu viel. Bin ich jetzt blind? Minus 2. Ja. Da sehe ich jetzt hier aber gerade, wenn ich so durchsteppe, nichts. Leider. Aber wir könnten etwas anderes machen, weil ich benutze Helden eigentlich nicht so oft. Deswegen gehe ich jetzt hier zweimal auf das beeinträchtigt. Das macht Dinge halt teurer. Und ja, jetzt sind wir bei 59 von 65 Punkten. Das heißt, wir haben 6 Punkte frei und jetzt können wir uns eine bessere Fähigkeit aussuchen. Was gibt es denn da so Interessantes? Vielleicht was für die Schiffe. Das wäre eine relativ gute Sache zumindest. Weil ich in meinem Spielstil eigentlich relativ in meiner Rasse bzw. hier in diesem Bild halt mir einen relativ guten Stand haben wollte. Deswegen. Verdammt, es gibt ja irgendwie nichts für 6, 7, 5. Das ist ein wenig ärgerlich. Symbiose. Helden brauche ich nicht. Kamillion, ja, verstehe ich aber nicht ganz so, was sie soll. Vielleicht was für 5. Plus 2 fürs Einflussbereich, das wäre ein sehr guter Bonus für uns. Aber was gibt es für Reisegeschwindigkeit, das ist ein sehr guter Bonus, den nehmen wir. Jetzt haben wir unsere Speeches bearbeitet, jetzt habt ihr auch gesehen, wie das funktioniert. Ja, genug aber bearbeitet, schauen wir uns erstmal die anderen an. Ich habe ja gesagt, es geht ja auch ein bisschen ums Lore. Vereintes Imperium. Ich werde jetzt den Text hier unten nicht, doch, ich lese den vor. Aber ich lese erstmal den allgemeinen Tooltip vor, die Stärken. Das beinhaltet das ist jetzt eine kleine Zusammenfassung hier am Mauszeiger und dann lese ich gleich noch das Lore vor und die Beschreibung halt noch vor. Ja, so werden wir es machen und dann fangen wir jetzt mal an. Die Stärken des Vereinigten Imperiums, eine Fraktion aus extrem organisierten Unternehmen, liegt in der Wirtschaft und im Militär. Beschreibung zu dieser Fraktion ist halt
Planetenheimattyp, terranisch, diplomatische Ausrichtung böse, Spielstil kolonialistisch, hauptsächlicher Siegertyp, Wirtschaft militärisch. Die Tiefenbeschreibung ist, das Imperium untersteht theoretisch einer zentralen Monarchie. Die Expansionsrate bedeutet jedoch, dass die Gesellschaft auf die Weise nicht effizient regiert werden kann. Tatsächlich werden die Systeme der kolonialen Diaproa von ausgewählten Unternehmen kolonialisiert, die Hand in Hand mit dem Ministerium für Investitionen und Entwicklung zusammenarbeiten. Aufgrund des Bedarfs an Befriedigung von Einheimischen und Außerirdischen sowie Sicherheitskräften, Verteidigungsmaßnahmen und Überwachung ist auch das Sicherheitsministerium involviert. Ja, also die klassisch menschliche Rasse halt. Gehen wir zu den Kavan, welche das Aussehen für meine eigene Rasse liefern. Beschreibung. Erstmal den Schnelltyp. Sie sind die Kava. Alles andere ist nur ihr Futter. Beschreibung. Heimattyp trocken. Diplomatische Ausrichtung böse. Spielstil, Welten aufzählen. Hauptsächlicher Siegtyp militärisch. Die Kava, einst von den Infantilen aus einer insektoiden Lebensform erschaffen, sind im wahrsten Sinne Jäger und Sammler. Sie hätten niemals selbst die Prozesse entwickelt, die nötig sind, um Feldfrüchte anzubauen oder Tiere zu domestizieren. Ihr Lebenszyklus besteht aus Fressen, weshalb sie auch in der Lage sind, nahezu jede Pflanze und jedes Tier zu verdauen. Als ihr Heimatfeld aufgezehrt war, verließen sie sie, um nach mehr Nahrung zu suchen. Wenn sie nicht damit fortfahren, neue Welten zu entdecken und auszubeuten, könnte ihre Gesellschaft in sich buchstäblich zu Tode fressen. Den Schwarm zu füttern ist alles verzehrender Zweck. Die Begriffe Abkommen, Handel und Frieden existieren für sie nicht. Ja, das sieht man auch ganz klar an diesem einen Merkmal hier, ewiger Krieg. Meiner Ansicht nach wäre das ein sehr schwerwiegender Minus. Allerdings sehr, interessante Spezies. Kommen wir zu den Sophonos. Die Sophonos, eine wissenschaftskundige und diskussionsfreudige Spezies, suchen nach Wissen und Einsicht. Beschreibung. Heimat, Planetentyp, terranisch. Diplomatische Ausrichtung, gut. Spielstil, erstaunliche Wissenschaftler. Hauptsächlicher Siegstyp, wissenschaftlich. Die Sophonos sind neugierig, analytisch und wissbegierig. Insgesamt ein Volk, das Wissen über alles schätzt. Keine Theorie oder Maschine ist so perfekt, dass sie nicht etwas Improvisation vertragen könnte. Fortschritte kommen in großen Sprüngen und in witzigen Schritten. Die Sophonos bereisen die Galaxie und werden dabei von ihrem Hunger nach Entdeckung und Einsicht angetrieben, weshalb sie Krieg als nicht mehr als eine Ablenkung von ernsthafteren Dingen des Lebens ansehen. Angesichts ihrer fortschrittlichen Technologien können sie allerdings zu einem überraschend gefährlichen Feind werden. Ja, Sophonos, eine klassische Wissenschaftsspezies. Wissenschaftler plus 3, das sind 30% mehr Fortschritt, wissenschaftliche Punkte. Dafür unerfahrene Bauern, kraftlose Krieger, das heißt, sie sind schwächer im Kampf und Industrie ist bei ihnen etwas höher, beziehungsweise weniger. Kommen wir zu den Horatio. Horatio, Gründer der Horatio, würde das Universum verschönern, indem er es mit Wesen füllt, die aussehen wie Horatio. Heimattyp trocken. Heimatplanetentyp trocken. Diplomatische Ausrichtung neutral. Spielstil Expandierung. Hauptsächlicher Siegtyp Population / Wunder. Horatio war ein außerordentlich reicher und nur leicht geistig verwirrter Imperiumstrillionär, der fortging, um seinen eigenen Sternhaufen zu suchen. Als er einen Planeten voller Labore und antiker Klontechnologie fand, die von den Infantilen zurückgelassen wurde, brachte die Langeweile Horatio dazu, eine Rasse aus verbündeten Dienern und Sklaven zu schaffen, die ebenso schön
war wie die schönste Person im Universum, Horatio. Sobald der Planet neu besiedelt war, musste Horatio der Erste nur noch oben blicken, die Sterne ansehen und zu erkennen, wie viel schöner auch sie waren, wenn sie voller Horatius wären. Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Naja, einer etwas, wie sagt man, selbstverliebte Person mit genügend Geld schafft hier wohl alles. Naja, das ist halt so. Preis der Schönheit, was ist das eigentlich? Plus 20% Schiffskosten fürs Imperium. Eine, naja, tragbare, wenn man eine starke Wirtschaft hat. Hiso. Die Hiso sind stolze Krieger und Piloten, deren hauptsächliches Interesse darin besteht, Ruhm und Ehre zu erlangen. Entschuldigung, da wurde ich gerade ein wenig gestört. Ja. Genau, bei den Hiso-Beschreibungen haben wir jetzt. Beschreibung. Heimatplanetentyp Dschungel. Diplomatische Ausrichtung böse. Spielziel Eroberung Drogen. Hauptsächlicher Siegtyp militärisch Population. Die Hiso sind ein modernes und ziviles Volk, das von Vogel-DNA abstammt, wie auch manche Dinosaurier-Spezies vogelartige Charakteristiken hatten. Tatsächlich ähneln sie ein bisschen gefiederten Perodaktylen. Sie sind eine Rasse aus extrem ehrgeizigen Stammeskriegern und ihre Geschichte ist voller Blutvergießen, Eroberung, Rache und Dominierung. Obwohl dies ein sehr zähes, aggressives und gefährliches Volk hervorgebracht hat, hat es auch ihren Fortschritt gehemmt und ihre Anzahl reduziert. Als sie die Sterne erreichten, um andere Völker zu finden, die auf sie warteten, bestand ihre Reaktion darin, sie zu erobern und zu unterwerfen. Ihr angeborener und erlernter Flugsinn macht sie zu brillanten Piloten. Naja, mehr oder weniger. Ich meine, sie haben immer den Raumkadetten Malus. Achso, das ist nur für Wissenschaft gut. Ja, dafür sind es halt relativ starke Krieger. Sollte man sich jetzt nicht direkt als ersten Feind aussuchen. Kommen wir jetzt nun zum Diseer. Diseer sind Roboterbauern. Sind Roboterbauern und auf einer religiösen Mission. Was? Ach, Roboterbauer? Also Erbauer von Robotern? Oder sind es Bauernroboter? Na egal, sind auf jeden Fall eine Mission, sind sich auf die Rückkehr der lang verschollenen Infantilen vorzubereiten. Beschreibung von ihnen ist Heimatplanetentyp Tundra, diplomatische Ausrichtung neutral, Spielstil Aufbau, hauptsächlicher Siegtyp Wunder-militärisch. Diese sind von einer virtuellen Fraktion der Infantilen erschaffene Maschinenrasse. Sie übernahmen von ihnen Schöpfern die Mission, das Universum zu durchqueren und Welten bewohnbar zu machen. Für die Ankunft und oder Rückkehr der Infantilen. Die Seher kommen, errichten Industrien, erschaffen grundlegende Infrastrukturen, die benötigt wird, um einen wilden Planeten bewohnbar zu machen. Und reisen weiter zum nächsten Planeten. Sie sind weder feindselig noch freundlich, sondern handeln einfach entsprechend ihrer Programmierung. Jede Welt, auf der sie eintreffen, wird abgeerntet und fortschrittliche Materialien werden entwickelt. Jede einheimische Population oder andere Völker werden ignoriert. Es sei denn, sie kommen in die Queren oder stellen sich der heiligen Mission der Seher in den Weg. Ja, sehr interessantes Volk. In der verloren gegangenen Aufnahme, die ich verpatzt habe, sind wir auch zuerst direkt auf sie gestoßen und, naja, mehr oder weniger im Krieg mit ihnen gelandet. Naja. Aber was fällt ihnen auch ein, sich bei mir auszubreiten? Naja,
Egal. Gehen wir zur Amöbenkolonie weiter. Diese Diplomaten, schaurige Kreaturen von einem sumpfigen Planeten, besitzen die unheimliche Fähigkeit, ihre Widersacher zu verstehen. Ja? Das Amöbenkollektiv. Heimatweltentyp Wasser. Diplomatische Ausrichtung gut. Spielstil Erkundung und Diplomatie. Hauptsächlicher Siegtyp diplomatisch, / militärisch. Diese farbenfrohen Wesen stammen von einer Ozeanwelt und haben sich über Millionen von Jahren langsam weiterentwickelt, weshalb sie genug Zeit zum Philosophieren hatten. Und es nicht überrascht, dass das Amöbenkollektiv diplomatisch, kultiviert und intellektuell sind. Sie verfügen zudem über eine außergewöhnlich hohe emotionale Intelligenz und sind anderen außerirdischen und intelligenten Spezies gegenüber ungewöhnlich offen. Ihr Ziel ist es, zu reisen und andere zu treffen und zu lernen. Obwohl ihre relativ schutzlose natürliche Form ihnen den Wunsch geweckt hat, alle Situationen zu ihrem Vorteil zu nutzen und ihr Schicksal immer unter Kontrolle zu haben. Zwar ist das Amöbenkollektiv selbst nicht das Gefühl, dass es in ihrem Naturell liegt, zu dominieren und zu erobern, können doch als Krieger angesehen werden, deren Waffen die Diplomatie und das Handel sind. Irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen Gehirnmatsch oder sind die Sätze ein bisschen komisch? Naja, auf jeden Fall das klassische diplomatische Volk, die Pilger. Übrigens mit einer Identität an. Diese Fraktion ist neugierig, anpassungsfähig und ruhelos und sucht den Heimatplaneten der legendären Infantilen. Beschreibung: Heimatplanetentyp Dschungel. Diplomatische Ausrichtung gut. Spielstil Erkundung und Diplomatie. Hauptsächlicher Siegtyp diplomatisch, militärisch. Eine Gruppe Wissenschaftler und Forscher, die mit dem Vereinigten Imperium unzufrieden waren, kaperten eine Mission zu einem fernen Planeten und erreichten eine unabhängige Regierung. Sie lernten die einseitig industrielle Ausrichtung des Imperiums ab und zogen es vor, sich ihre Existenz am Rande des bekannten Alls zu erkämpfen. Diese Splittergruppe wurde von den Siphons unterstützt, Sophos unterstützt und wurden schließlich zu dem Volk, das heute als Pilger bekannt ist. Während der frühen Jahre ihrer Entwicklung waren sie an das orbitale Leben und die konstante Bewegung gewohnt und hatten daher entsprechend mehr Kontakt und Vertrauen mit Artefakten und Überresten der Infantilen. Sie sahen die Infantilen schließlich in einem religiösen Licht und ein Ziel ihrer Gesellschaft bestand darin, eines Tages den Planeten zu finden, von dem ursprünglich die Infantilen stammten. Automatrons. Die Automatons sind friedlebende Uhrwerke, die auf orbitalen Plattformen leben. Sie sehen Welten als Gärten, die es zu härten gilt. Ja. Mit wohl dem längsten Lore, das es im Gesamtspiel gibt. Aber naja. Heimatweltentyp Taranisch. Diplomatische Ausrichtung. Gut. Spielstil friedlebend und isolatronisch. Zitat: Eisen und Stahl, Fleisch und Blut. Von wem auch immer. Beschreibung: Die Automaton wurden von einer längst vergangenen Zivilisation erschaffen, den Rejans. Diese Zivilisation ging vor tausend von Jahren aufgrund von unkontrollierter Industrialisierung unter, da sie hierdurch ihr Ökosystem und die Atmosphäre ihres Planeten zerstörten. Die Rejans hinterließen ihre größte technische Errungenschaft als Erbe, hochentwickelte Urwerkkreaturen, die innerhalb eines Jahres nach Erschaffung der Urwerkmenschen beginnen die Rejas Massenselbstmord, um den langsamen Tod auf ihren sterbenden Planeten zu entgehen. Ihre Schöpfung, die Automaton, blieben alleine und verlassen zurück. Aha. Die Urwerkkreation der Rejas gründete ihre eigene Gemeinschaft, bis eines Tages ein Schiff der Infantilen auf ihrem Planeten abstürzte und sie dadurch Dust auf ihrer Oberfläche verteilte.
Der Dust veränderte die Maschinen, verbesserte im Laufe der Zeit ihre Fähigkeiten und verlieh ihnen sogar Gefühle. Nach nur wenigen Wochen hatten sich die Maschinen weiterentwickelt und einen Sinn für ihre Existenz gefunden. Sie nannten sich fortan Automaton. Und dank der Wirkung des Dusts begannen sie zu lernen und ihre Entwicklung voranzutreiben. Die Zivilisation der Automaton blieb auf ihrem Planeten und lebte von einer symbiotischen Beziehung mit der Natur, während der Planet heilte. Sie benutzten das Wissen ihrer Schöpfer, um die neuen Dust-Maschinen, ihre riesige fliegende Schiffe herzustellen, auf denen sie lebten. Dadurch schützten sie das Ökosystem ihres Planeten. Im Laufe der Jahrhunderte erholte sich der Planet und die Automaton lernten die Natur zu lieben und mit ihr zu leben, während sie auf ihren stetig größer werdenden Schiffen industrielle Erneuerungen erschaffen und ihre Bedeutungen ergaben, dass sich die Dustvorrat zu Neige ging, was das Ende der Zivilisation bedeuten würde. Also begannen die Automaton, Ruinen der Infantilen freizulegen und Schiffe für ihre Reise durchs Weltall zu bauen. Kommen wir jetzt zur letzten Hauptspielrasse, die Shaderin. Ich habe es jetzt total verhackt. Ich kann den Namen nicht aussprechen, den verhackst du dich immer. Aber egal. Beschreibung. Erstmal den Tooltip. Shaderin-Flotte ist eine loyale Elite-Fraktion innerhalb der imperialen Flotte und darf daher ihre traditionellen Farben führen. Es sind also im Prinzip vereintes Imperium, nur halt die Elite. Das sieht man auch ganz klar in den Stats. Haben ähnliche Fähigkeiten, allerdings sind primär auf Kampf ausgelegt. Heimattyp Terranisch ebenfalls. Also muss klar, sind ja eigentlich die hier nur. Ja. Terranisch. Diplomatische Aussicht und böse. Spielstil Kolonialist. Hauptsächlich Siegertyp Wirtschaft/Militärisch. Man musste schon viele Jahrhunderte in der Zeit zurückreisen, um etwas über die ursprüngliche der militärisch organisierten Shaderin-Flotte zu erfahren. Erst wurde sie zum Schutz der ersten Imperatoren abgestellt, mit der Zeit jedoch entwickelte sich die Flotte zu einer Kommando- und Spezialeinheit weiter, bis sie schlussendlich zu einer geheimen, aber mächtigen Kraft innerhalb der militärischen Strukturen des Vereinten Imperiums wurde. Nur die Besten der Besten schafften es, in die Kreise der Shaderin-Flotte aufgenommen zu werden. In einer Gesellschaft, die von Geld regiert wird, hat die Flotte ihre professionellen Standards bewahrt, sodass ihr so manch ein lukrativer Vertrag mit dankbaren Imperatoren einbrachte. Die finanzielle Macht der Flotte ist daher fast genauso groß wie ihre militärische. Ja, kommen wir jetzt nun zur Addon-Rasse, den Harmony. Eine Fraktion intelligenter Mineralien, das verhindert, dass sie ihre Galaxie verlassen können. Beschreibung. Heimattyp Tundra, diplomatische Ausrichtung neutral, Spielstil Entdeckung und Isolationist. Hauptsächlicher Siegtyp Wunder/Bevölkerung. Die intelligenten Harmony existierten im bekannten Universum seit Anbeginn der Zeit. Diese lebenden Felsen entstanden durch den Urknall beim Urknall freigesetzte Energien und sind in der Lage, Quantenenergie und Schwerkraft zu manipulieren. Aufgrund ihrer mineralistischen Struktur sind sie eng mit dem Planeten und dem Gestein in der ganzen Galaxis verbunden. Ihre Fähigkeit, natürliche Ressourcen und Anomalien zu erkennen und auszuschöpfen, sucht ihresgleichen. Sie nutzen einzigartige Fähigkeiten auch zum Nutzen ihrer Verbündeten. Ihre Gegner jedoch werden schnell feststellen, dass die Harmony sich nicht so leicht einschüchtern lassen, wenn sie einmal niedergelassen haben. Ja. Man könnte auch sagen, Steinmenschen, beziehungsweise intelligente Steine, warum nicht? Ist ja Science Fiction, ne? Aber wir spielen allerdings unser Volk. Und ja. Das war dann jetzt hier erstmal Teil 0. Ich bin Wilhelm und wir sehen uns dann in Teil 1.